Hey Leute, vielen Dank, dass ihr den YouTube-Channel von Thomas Elektronik eingeschaltet habt. Ich bin Jana und ich sitze heute für euch hier vor dem 2018er Modell von LG. Es ist die C8-Serie, in diesem Fall in 55 Zoll, wird es auch noch in 65 und 77 Zoll geben. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. 55 Zoll, knapp 1,40 Meter Bildschirmdiagonale, also auch schon eine vernünftige Größe. Bevor ich mit der Ersteinrichtung beginne, noch ganz wichtig als Hinweis vorab, auf dem Panel und auch hinter dem Panel auf der Rückseite befinden sich jeweils eine Folie, die bitte unbedingt vorher abnehmen. Das werde ich jetzt mal eben tun. Ja, die Folie ist abgezogen. Ich bin wirklich schon sehr gespannt auf das Bild von diesem Fernseher und wir starten auch direkt mit der Ersteinrichtung. So, wir beginnen mit der Ersteinrichtung. Als allererstes wählen wir natürlich die Sprache aus. In diesem Fall ist es Deutsch. Und als zweites noch zusätzlich das Land. Das ist insbesondere dafür wichtig, wenn es um den Bereich HBB-TV geht, Mediatheken, dass der Fernseher auch ganz genau weiß, wo wir das Gerät betreiben und uns entsprechend die richtigen Vorschläge geben kann für solche Geschichten. So, das haben wir ausgewählt. Weiter geht's. Als nächstes wählen wir aus, wo wir das Gerät betreiben möchten. Natürlich zu Hause. Im nächsten Schritt können wir dann unser Netzwerk festlegen, sprich das eigene Netzwerk. Dafür gebt ihr dann euer Passwort ein. Ja, so schnell ist die Einrichtung des Netzwerks auch abgeschlossen. Gehen wir weiter zum nächsten Schritt. An diesem Punkt müssen wir den rechtlichen Hinweisen zustimmen. Auch da geht es um Datenschutzbestimmungen, sprich Internetnutzung, was man entsprechend erlaubt, auf diesen Fernseher zuzugreifen. An dieser Stelle könnt ihr jetzt auswählen, wie ihr letztendlich empfangt. Ob ihr direkt über den eingebauten Tuner im Fernseher empfangen möchtet oder ob ihr eine separate Setup-Box habt, sprich Telekom oder solche Geschichten. In diesem Fall wollen wir den Fernseher empfangen und sagen okay. Im letzten Schritt der Ersteinrichtung wählt ihr jetzt aus, wie ihr empfangen möchtet, sprich per Satellit, per Kabel, per Antenne, also terrestrisch. In unserem Fall per Kabel. An dieser Stelle wählt ihr jetzt euren Netzbetreiber aus, Kabel Deutschland, Unity Media, je nachdem, was bei euch zu Hause vertreten ist. Und schon startet der Sendersuchlauf. So, das ging relativ schnell. Dieser Vorgang beansprucht ungefähr 3-4 Minuten, länger auch nicht. Wir sagen fertig und schon ist die Ersteinrichtung abgeschlossen. So, um euch zeigen zu können, was das Gerät auch wirklich alles kann, haben wir einfach mal in den Demo-Modus gewechselt und wollen jetzt so ein bisschen näher auf die Neuheiten letztendlich eingehen. Das heißt, was ist neu geworden? LG hat mit der 8er Serie einen neuen Prozessor verbaut. Das ist jetzt der Alpha 9 Prozessor. Der sorgt unter anderem dafür, man sieht das hier ganz schön, dass das Bild noch schärfer wird, dass das Bild noch schneller geworden ist, noch bessere, natürlichere Farben vor allem. Und durch ein ganz spezielles neues Verfahren ist auch nochmal eine deutliche Rauschreduzierung ermöglicht worden. Ja, beim Design ist auch einiges passiert, muss man wirklich sagen. LG hat ein neues Design geschaffen, nennt sich Slim Design. Man sieht das sehr schön, also wirklich rahmenlos, richtig schön abgerundete, filigrane Ecken. Ultraflaches Panel, also flacher geht es schon gar nicht mehr. Zur Fernbedienung lässt sich auch sagen, ist sehr gelungen, sehr edel, mit Metall verarbeitet. Ja, apropos Design, auch im Fußbereich hat sich einiges getan. Das heißt, LG hat ein komplettes neues Fußdesign für die C8er Serie entwickelt, hat eine sogenannte Soundrutsche verbaut. Warum Rutsche? Ja, weil der Ton tatsächlich einfach über diese leicht angeschrägte Fußversion frontal in den Raum hineinrutscht, ist wirklich richtig schön und elegant gelöst. Ihr könnt das Gerät natürlich trotzdem auch an die Wand hängen, das heißt, der Fuß kommt dann einfach ab in dem Moment und der Ton strahlt trotzdem richtig schön in den Raum hinein.
Bildformate hat sich tatsächlich gar nicht so viel getan. Da war LG ja schon mit der 7er Serie sehr gut vertreten. Das heißt, wir haben auch bei der 8er Serie HDR10, HLG und Dolby Vision tatsächlich schon mit an Bord. Das heißt, für die Zukunft seid ihr da komplett aufgerüstet mit. Zusätzlich hat LG noch eine neue Benutzeroberfläche integriert. Das heißt, die Bedienung ist jetzt noch intuitiver, noch einfacher geworden. Ganz schick gemacht eigentlich. Was ist noch hinzugekommen? AI steht für künstliche Intelligenz, ist LGs Markenname. Das heißt, der Fernseher kann jetzt wirklich komplett von euch ferngesteuert werden über eure Sprache. Wie funktioniert das? In der Fernbedienung selbst ist ein Mikrofon verbaut, im Fernseher dann entsprechend die Intelligenz dazu, die künstliche, sodass ihr den Fernseher komplett mit eurer Stimme fernsteuern könnt. Apropos Steuerung, Sprachsteuerung, ganz großes Thema. Google, Amazon Alexa, beides möglich mit entsprechenden Peripheriegeräten, sprich beispielsweise mit dem Alexa dort, wäre das auch möglich. Ja, vieles Neues, vieles Schönes ist passiert. Abschließend lässt sich wirklich sagen, also ich bin beeindruckt von dem Gerät. Farben, alles super brillant, Verarbeitung absolut hochwertig. Größentechnisch 55, 65, 77 Zoll, echt interessant, gerade im Hinblick auf die diesjährige Fußballweltmeisterschaft. Also echt überzeugt, das Gerät. Ansonsten bei Fragen vor dem Kauf könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne anrufen oder schreibt uns eine E-Mail. Wir beraten euch natürlich zu diesem Fernseher, aber auch zu unseren weiteren Fernsehern, überhaupt kein Problem. Ansonsten bis bald und ciao.